Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Mirage. Es geht hier weiter. Wir müssen den Winterpalast auskundschaften? Zum Winterpalast geht es. Du musst nicht mitkommen, Nihal. Ich weiß, wie du zu der Sache stehst. Es ist himmelschreiend dumm. Aber ich kann dich wohl nicht davon abhalten. Also werde ich dich begleiten und so lange nörgeln, bis du beschließt, keine Truhe zu stehlen. Aus dem Winterpalast. Des Kalifen. Wenn du es so sagst, klingt es nur umso verlockender. Gehen wir nun oder nicht? Auf zum Winterpalast. Geh du voran. Das ist ein irrwitziger Plan. Selbst wenn du Erfolg hättest und sie dich bei sich aufnehmen, was dann? Wirst du uns vergessen? Natürlich nicht. Ihre Ziele sind unsere Ziele. Deine, meine und die jedes anderen Menschen auf der Straße, der vergessen wurde und von Brotkrumen und schmutzigem Wasser lebt. Ich kann ein Werkzeug sein, das uns aus diesem Leben führt. Das es Jassib ermöglicht, seine Talente als echter Handwerker einzusetzen. Das sicherstellt, dass gute Leute wie mein Vater nicht entsorgt werden. Und dass Kinder sich nicht fragen müssen, was der Morgen bringt. Ich verstehe, was du sagen willst, Basim. Aber du malst das Bild einer Welt, die es nicht geben kann. Da bin ich anderer Meinung. Oh, Scheiße. Ich gehe davon aus, dass wir hier nachts einsteigen werden. Taxi da ist glaube ich nicht so klug. Winterpalast. Komm, hier lang. Ich folge dir. Das Adlerauge finde ich auf jeden Fall wieder ziemlich cool. Gut. Warten wir auf den Einbruch der Nacht. Ich hab's gewusst. Und? Weckt dieser Ort nicht schöne Erinnerungen? Vor nicht allzu langer Zeit zählten wir hier im Schutz einer Nacht wie dieser unsere Beute. Damals stand weniger auf dem Spiel. Und es gab weniger zu gewinnen. Nun, bevor du heute irgendwas gewinnst, musst du es erst einmal erreichen. Und so wie ich das sehe, erfordert das ein wenig Kreativität. Oh, easy going. Wir könnten auch durchs Haupttor gehen. Du musst mir dann unbedingt erzählen, wie es lief. Wo gehst du hin? Ich hatte einen klugen Einfall. Sollte dir ein solcher fehlen, wäre es gut, mir zu folgen. Warte! Stiehl dich in den Winterpalast. Die Verborgenen wollen, dass eine Truhe gestohlen wird. Jassib sah, wie Machen sie zum Winterpalast brachten. Der Inhalt der Truhe ist weiterhin unbekannt, aber wenn der Kalif damit zu tun hat, ist es das Risiko sicherlich wert. Nihal weiß, wie man in den Palast gelangt, aber es könnte auch andere Wege geben, sich in das streng bewachte Gebäude zu schleichen. Suche nach Möglichkeiten, die dich in den Palast zu schleichen. Es ist dunkel genug. Komm. Nihal! Du hängst dich an mich ran? Sehr vernünftig von dir. Ich weiß doch, wie ungern du allein bist. Es hat gefülltes Land. Oh, ja. Da drüben sehe ich ein paar Wachen. Halt die Augen auf ihn, ja? Legen sie in Limettensaft, Granatapfel und Zitrone. Ich kann es schon schmecken. Ich habe was gehört. Bestimmt irgendwo weiter oben. Sei wachsam. Wo ist Nihal denn nur? Mach ein kurzes Schläfchen, aber nicht zu kurz.
Nicht umdrehen, bitte. Dankeschön. Es ist besser so. Es muss noch einen anderen Weg geben. Nun muss man den finden. Der wird mir so auf jeden Fall nicht angezeigt. Oh mein Gott. Das stimmt mit dir nicht. Ich glaube, das war unklug. Ah, ich habe einen anderen Weg gefunden. Ich sehe den Schlüssel. Ja, das ist ein kleines Problem. Einige Wachen. Die Halle ist auf jeden Fall bei uns. Den können wir auch irgendwas klauen. Das ist wahrscheinlich so ein Horn, ja. Wo der wahrscheinlich safe Verstärkung rufen kann. Hundertprozentig. So. Hast du einen Schlüssel gefunden? Easy going. Der Kalif scheint beunruhigt. Und sein schwer zu bändigender Sohn macht es nicht besser. Der junge Mann ist neugierig. Er ist zum ersten Mal im Palast, oder? Soll er doch herumstreuen. Geh auf ihn ein. Es soll schließlich ein kurzes Treffen werden. Da sind sie. Komm! Hier entlang. Der Kalif erwartet euch. Oh, das sind die Ältesten, oder? Der Orden der Ältesten. Sie sind hier, mein Herrscher. Hinaus, ihr alle. Ich werde sie allein treffen. Vater, lass mich bleiben. Nehmt ihn mit. Sieht schwer aus. Die bekommen wir nie aus dem Palast raus. Dann muss ich halt einfach nehmen, was darin ist. Meine Herren, willkommen. Es ist alles vorbereitet. Mir ist bewusst, dass euch das viel bedeutet. Seid gewiss, dass sie hier wohl bewacht ist. Das ist wohl auch das Mindeste. Wir werden unsere Arbeit verrichten und zu dir zurückkehren, wenn wir soweit sind. Sei bereit, Kalif. Könnte ich es einmal sehen? Den Inhalt? Wenn wir es mit dem Leben beschützen sollen, sollten wir wissen, was... Du hast nichts gesehen. Und du sagst nichts. Hast du verstanden? Ja, natürlich. Es lege mir fern. Das ist die Gelegenheit. Hundertprozentig der Orden der Ältesten. Da kommt jemand. Hier lang. Sieht ruhig aus. Ich hätte nie gedacht, dass ich je hier sein würde. Sieh dir nur die Bögen an. Schon für ein kleines Stück davon. Kehre mal einen Haufen Gold. Du hast nicht zufällig deine Spitzhacke dabei, oder? Ich merke es mir für das nächste Mal, wenn wir in einen Palast einbrechen. Also dann, Basim. Öffnen,
Schnappen, rennen. Los, beeil dich. Oh, das wird laut. Basim! Oh, das ist ein ISO-Artefakt. Oder ein ISO, ja? Gib mir das! Nein! Nein! Hast du eine Ahnung, was sie mir antun werden? Bitte! Es tut mir leid! Das ist deine Schuld! Nicht! Bitte! Diebische kleine Ratte! Nein! Lauf! Nihal, warte! Vater! Fass den Busch! Findet den Jungen! Jute, regle das Gebiet ab! Auf mein Zeichen! Bruder! Helft mir! Hier kommt niemand vorbei! Erstmal schneiden. Sie finden. Sie ist bestimmt zu Hause. Nihal! Nihal! Definitiv ein ISO-Artefakt. Also, glaube ich zumindest. Nein! Hör auf! Bitte! Was willst du von mir? Ruhig, Basim. Nihal? Nicht ganz. Geht es dir gut? Gut, weil du mir davon erzählen musst. Ich weiß nicht, was du meinst. Sag mir, was passiert ist. Schweigen wird dir hier nicht helfen. Ich will nicht schweigen. Ich kann nur nicht erklären, was ich sah. Dieses Ding, es hat etwas mit mir gemacht. Ich war
woanders. Mir war kalt. Ich hatte Angst. Ehe ich mich versah, hatte der Kalif seine Hände an meiner Kehle. Es war ein Unfall. Ich hatte nicht vor. Ich wollte doch nur helfen. Wir müssen dich hier wegbringen. Ich habe ein Boot am westlichen Anleger. Was? Nein, ich kann nicht weg. Ich muss Nihal finden. Halte kurz ein und denke nach, Basim. Die Wache des Kalifen sucht nach einem Mörder. Einem jungen Dieb, der aussieht wie du. Sie werden nicht eher ruhen, bis sie dich gefunden haben. Und wenn das geschieht, kommst du nicht in den Kerker, sondern direkt in ein Grab. Ich biete dir eine zweite Gelegenheit. Ergreife sie. Nihal, Darwish, sie alle sind in Gefahr. Warne Darwish und die anderen. Alle, die wie ich aussehen. Die sind wahrscheinlich jetzt alle schon tot, oder? Oh, Scheiße. Ist da irgendjemand drin? Ein großes Unglück ist geschehen. Ich verlange, dass ihr sofort diese Tür öffnet. Wir dürfen keine Gnade zeigen, Männer. Ist das klar? Hey! Ich bin nirgendwo. Das ist schlecht. Ich kann die Wachen nicht abhängen. Hast du das gehört? Ja! Ich bin nirgendwo sicher, wenn ich die Wachen nicht abhänge. Was hat das zu bedeuten? Alles voll. Alle tot. Oh mein Gott, die Kinder. Ach du Scheiße. Basim. Basim. Wende deinen Blick ab. Oh. Wir hätten nichts tun können. Nichts? Wenn der Kalif noch lebte, wäre das nicht passiert. Pass auf wen du deinen anklagenden Finger richtest. Es war deine Idee, aus dem Palast zu stehlen. Nur damit du deine schlauen Freunde beeindrucken kannst. Ich habe uns gerettet. Du hast ihn getötet. Das warst du. Es kam von dort drüben. Oh, oh. Ich hoffe, ich sehe dich nie wieder. Schnell! Alle sind tot. Obwohl ich es war, den sie bestrafen wollten. Ich darf nicht hier sein. Ich muss... Such die Straßen nach Dieben ab. Oh, Scheiße, ist alles voll. Ab auf die Dächer. Such weiter. Er muss in der Nähe sein. Lass ihn nicht entkommen. Oh, Scheiße. Du, bleib bei mir. Ich geb dir Deckung. Sucht alles ab. Nichts gesehen? Ja, niemand, sorry. Der aus dem Palast floh oder der durch die Straßen rannte? Das ist schlecht. Okay. Jetzt stirbst du! Ich ruf Unterstützung! Der Meisterdieb von Al-Anbar. Trophäe halten. Lauf, lauf, lauf. Hey! Ist er das? Ich denke schon. Das reicht mir.
Lauf! Was hast du vor? Nicht nachdenken. Jetzt geht's erst mal richtig los. Ein neuer Tag, eine neue Prüfung. Ich sollte zurück. 2 Monate später, Alamut. Hier ist doch, glaube ich, der Bruderschaftssitz, oder? Von den Verborgenen. Kehre zur Ausbildung zurück. Das ist auch wie ein Valhalla. Die Festung Alamut raubt mir den Atem. Als wäre sie aus den Hikayat meiner Kindheit entsprungen. Ja, hier wird trainiert. Wenn du nicht an dich glaubst, wer soll es dann tun? Da bist du ja. Bist du bereit? Ich denke schon. Lass den vergangenen Tag hinter dir. Auf den heutigen hat er keinen Einfluss. Zieh dich an und wir können beginnen. Oh, das sieht doch schon besser aus. Erste Montur. Nur zu, Basim, wie wir es geübt haben. Ja, Meisterin. Du wirkst heute sehr kräftig, Basim. Nicht nachlassen. Sachte, Basim. Sachte. Spring! Ich habe genug gesehen. Wir versuchen es morgen erneut. Das war toll! Ich sehe es an deinem Körper. Du verlierst zu leicht das Ziel aus den Augen. Der Todessprung ist ein unabdingbarer Schritt auf deinem Weg zur Einführung. Er ist eines der ersten und heiligsten Rituale der Bruderschaft. Um ihn erfolgreich durchzuführen, musst du zuerst Geist, Körper und Seele in Einklang bringen. Nimm die Furcht an, besänftige sie, finde die Stille und dann lass los. Ja, Meisterin. Kehren wir zum Lager zurück. Darf ich dich etwas fragen? Du darfst. Als ich in El Anbar war, im Palast, wurde ich Zeuge eines Treffens zwischen dem Kalifen und 5 Männern mit Maske, Ordensmitgliedern. Der Kalif sollte den Gegenstand beschützen, den sie entdeckt hatten. Aber er wusste nichts von ihren Plänen. Er kannte nicht einmal ihre Namen.
Wie kann es sein, dass der mächtigste Mann Bagdads vor den Gesichtslosen so ängstlich auf die Knie sinkt? Der Orden beherrscht solche Männer und ihre Imperien bereits seit Jahrhunderten, indem sie sie von ihrer Wahrheit überzeugen, dass sie die natürlichen Lenker des Weltgeschicks sind. Der Kalif war nur ihre Marionette. Und dasselbe wird auf denjenigen zutreffen, der ihm nachfolgt. Das gesamte Kalifat steht unter ihrem Einfluss. Sprich mit Fulad und sieh, ob er Hilfe benötigt. Wir setzen deine Ausbildung später fort. Ja, Meisterin. Hast du Mentor Raihan im Lager gesehen? Er bereitet den Empfang der Gesandten der Taherian vor, Meisterin. Danke. Guten Tag, Tabith. Hallo, Basim. Was beschäftigt dich? Um ehrlich zu sein, bin ich frustriert. Der Orden in Bagdad ist seit dem Tod des Kalifen nur noch stärker geworden. Und wir sitzen auf diesem Berg fest. Mentor Raihan weiß sicher, was er tut. Vielleicht sollte ich mehr vertrauen. Hast du Fulad gesehen? Wahrscheinlich ist er wie üblich in seiner Schreibstube. Aber gut, ich muss wieder an die Arbeit. Wir sehen uns. In der Schreibstube. Wie geht es Nur, dem tapferen Adler? Wird er fallen oder emporsteigen? Du wirst emporsteigen, Sadiki, wenn Allah es so will. Danke. Wir haben ein ähnliches Gemüt, weißt du? Wie kommst du denn darauf? Einer der Banu Musa war wütend auf dich und das ließ dich völlig kalt, weißt du noch? Ich hatte seinen Hammer nicht angerührt. Du wolltest dich nicht für etwas entschuldigen, das du nicht getan hattest. Stur wie ich. Das weiß ich zu schätzen. Dann sind wir uns einig. Hast du Fulad im Lager gesehen? Ja, er unterhält sich mit Ahmad bei seiner Schreibstube. Auf ein Wiedersehen. Alright. Willst du mit bloßen Händen gegen mich kämpfen? Geh, sprich mit Fulad. Eine Dankesgabe, oh ihr Schatten Alamuts. Ich war verzweifelt, scharte unter dem Fuße eines so mächtigen, dass ich keine Erlösung sehen konnte. Und dann, wie durch ein Wunder, verschwand die Last und ich konnte wieder atmen, denn mein Feind war von den Schatten erlegt worden. Ich bete, dass dieses Zeichen meiner Dankbarkeit euch erreicht. Ich glaube, das wird es. Ihr wart es schließlich, die meinen Glauben wiederherstellten. Ein dankbarer Fremder. Brief von Ali, Raihan. Als meine Männer im Hafen von einer gewissen Frachtlieferung an den Kalifen erfuhren, gaben wir diese Information rasch an euch weiter. Seitdem haben wir jedoch nichts mehr dazu gehört. Behaltet eure Geheimnisse, wenn es sein muss, doch ich brauche die Gewissheit, dass nichts dem Aufstand Steine in den Weg legt. Allah hat mich als Licht auf euren Pfad der Schatten gebracht. Vergiss das nicht. Ali, der Löwe der Zanj. Eine Warnung aus Bagdad. Unser Freund in Bagdad berichtet, dass Chaos sich etwas gelegt hat. Doch täglich zeigen sich neue Gefahren. Der in der Thronfolge übergangene Sohn Al-Mutawakkils Wakils droht, seine Ansprüche geltend zu machen. Unser Freund befürchtet, keinen Zwei-Fronten-Krieg führen zu können. Auf beiden Schlachtfeldern erwartet er unsere Mitarbeit. Ich empfehle euch dringend, eure Allianz mit dem Aufständischen zu überdenken. Raihan. Ein neues Zuhause für die Verborgenen, Bruder. Ich höre Gerüchte, dass sich in Jerusalem ein Artefakt großer Macht befinden soll. Ein jener, die unser Feind zu besessen sucht. Den Verborgenen füllt dort ein fester Sitz. Es hat sich als nützlich für uns erwiesen, uns außerhalb der Stadt niederzulassen und doch unsere Bruderschaftshäuser hinter ihren Toren zu verteilen. Womöglich könnten wir eine Festung im Norden errichten. Was denkst du, Mentor Raihan? In Jerusalem? Alter, ihr lässt grüßen. So. Dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dorthin, haut rein. Euer Weltgeber YouTube. Tschüss.